Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas, und Play Again. Und heute ist Montag, es stehen wieder Besuche an, aber bevor wir Besuche machen werden, das 500-Abo-Special. Einige von euch haben sich bestimmt gefragt, wo es bleibt. Es wird kommen irgendwann die Tage, aber momentan habe ich halt das Problem, dass ich halt sehr viele Videos vorproduzieren muss, um genau zu sein, 29 Stück, weil ich vom 15. bis zum 4. August wegfahre. Und ihr wollt ja auch währenddessen ein paar Videos sehen, deswegen muss ich 29 Stück vorproduzieren, alle hochladen, rendern, schneiden, überlegen, was ich überhaupt mache. Und deswegen ist momentan das so vom zeitlichen her ein bisschen knapp, deswegen wird das 500-Abo-Special irgendwann diese Woche kommen. Anfang der Woche, schätze ich mal, ich werde mich so heute oder morgen darum kümmern, es mal zu machen. Und ja, Besuche, da ist auch noch so ein Thema. Es beschweren sich manchmal einige, dass sie nicht besucht werden, aber ihr müsst mich verstehen, ich muss in der heutigen Folge wieder 14 Stück besuchen und das ist dann halt nicht so einfach, alle zu besuchen. Das kann dann mal sein, dass ich einen übersehe. Deswegen seid nicht allzu enttäuscht, wenn ich euch nicht besuche. Ihr werdet besucht, dann ist es halt eine Woche später und deswegen fangen wir mal an mit den Besuchen. Der erste, der besucht wird, ist der liebe Lutscher-Doppelpunkt-D. So, lieber Lutscher, du bist in dem Clan Auckland United. Radius Level 9, Farming Base. Du hast in deinen Lagern Riesen, Bogenschützen, Kobolde und Barbaren. Ja, die Lazy Farming Taktik würde ich mal so behaupten, wenn es richtig ist. Ich weiß es nicht ganz genau. So, Bogenschützentürme Level 10, Minenwerfer Level 7. Magiertürme Level 6, sorry. Sind auf Level 6, genau. Magiertürme Level 7, Masse gerade 2 Stück. Kanon Level 10, Luftabwehren Level 6. Oh, jetzt habe ich auf nach Hause gedrückt. So, wir sind wieder da nach meinem Patzer. So, was ich dir empfehlen würde, ist das Labor näher an die Base zu stellen und die Bauhütten würde ich auch ein bisschen näher ranstellen. Ist sinnvoller. WhatsApp, geh mir nicht auf die Nerven. Du machst gerade einen X-Bogen auf Level 2. Was ich dir empfehlen würde, beide auf Luft und Boden zu stellen, hat einige Vorteile. Du sparst Elixier, denn wenn er auf Boden gestellt ist, ist die Range ja größer. Und wenn dann ein Gegner angreift, sich nur des Rathaus nängeln will oder so und dann ein paar Barbaren oder so an die Mauern kommen, das sieht man hier am Beispiel, ist selten der Fall, kann aber passieren, dann verlierst du halt ein bisschen Elixier. Und das kann man halt verändern, wenn du die auf Boden und Luft stellst. Du hast einige Mauern auf 9, einige auf 8, viele auf 7. Meine Empfehlung an dich. Du machst ja gerade schon deine Magiertürme hoch. Mach weiter so. Dann die Einzelziele sind eigentlich nicht so wichtig. Ich würde vorher die Mauern auf 8 machen. Dann die Einzelziele. Dann die Mauern auf... Dann die Einzelziele. Ja, dann die Mauern auf 9 und dann der Rest. Wir können mal da reingucken, wie deine Truppen so aussehen. Ordentlich. Heilzauber würde ich noch demnächst mal auf 6 starten. Denn der Heilzauber auf 6 ist eigentlich schon relativ wichtig. Deswegen... meine Empfehlung an dich, Martin Heilzauber. Du hast ja gerade nichts im Labor und deswegen kannst du ein bisschen Elixier sparen und dann kannst du ja den Heilzauber upgraden. Das war's dann mit der Base. Die Base gefällt mir eigentlich relativ gut. Wie gesagt, ich will die Base-Beurteilung relativ kurz halten, weil 14 Stück und ich muss durchkommen. Aber ich würde sagen, die Base ist not bad. Lieber Two Dead, ich konnte dich in der letzten Folge schon nicht besuchen, weil du den Clan verlassen hast. Und diesmal ist es wieder der gleiche Fall. Du bist wieder nicht in den Clan drin, wie gesagt. Schreib mir deinen neuen Clan in die Kommentare. Bleib diesmal drin, dann wirst du auch besucht. Und wir besuchen den nächsten. Der nächste, der besucht wird, ist der liebe XXASrinXX. Schöner Name auf jeden Fall. Du bist im Clan. Hababa M08 ist auch ein geiler Name. Rasavim 7 Farming Base. Riesen Level 4 schätzungsweise. Yo. Und Bogenschützen, also Riesen und Bogenschützen, ja, die Taktik, ich bin ein Freund der Taktik, ich bin nicht so erfolgreich mit der, aber ich bin auch ein Noob in diesem Spiel, ich heiße nicht umsonst Lappengerde und was. Kanon Level 8, Bogenschützentürme Level 8, ist das Maximum auf deinem Rates Level. Deine Minenwerfer auf Level 5, Level 4, Level 5 machst du gerade, das läuft auch, Mauern auf Level 6. Ja, mein Tipp wäre, Magiertürme auf Level 4 machen, die Base gefällt mir gut, hat Trap-Faktor, sieht aus wie so ein... weiß ich nicht, kann ich schlecht beurteilen. Aber auf jeden Fall gefällt mir relativ gut. Mach weiter so ressourcenmäßig, scheint deine Lager auch relativ voll zu sein. Deine Truppen sind beinahe alle auf Level 4. Ballons kannst du, glaube ich, noch auf 4 machen, wenn ich mich nicht ganz irre. Auf jeden Fall kannst du mir unten in die Kommentare schreiben, ob die auf 4 gehen. Würde mich interessieren, vielleicht machst du die ja gerade auf 4. Kann natürlich sein.
Oder die Drachen auf Level 2 kann auch sein. Und dann wuchs aber hoch. Schreib's hier unten in die Kommentare rein. Ja, mir gefällt die Base eigentlich relativ gut. Trap-Faktor ist vorhanden. Deswegen würde ich sagen, halten wir uns nicht lange auf. Top-Base, wir besuchen den nächsten. Der nächste, der besucht wird, ist der Liebe, der Echte. Aus dem Clan Classic X. Ja, die Mannschaft aus FIFA, die man dort spielen kann. Rasse Level 10 Farming Base. Gefällt mir relativ gut, diese Barbaren- und Bogenschützen auf Level 7. Ich gehe in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch hoch. Ich werde auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich das Rades upgrade. Das wird ein emotionaler Moment werden und ich versuche mir das Heulen zu verdrücken. Das ist eine Juwelenkiste. Würde ich dir empfehlen, auch die abzubauen. Hat Vorteile, weil dann die nächste nachjoinen kann. Denn wenn eine Juwelenkiste im Dorf ist, kann keine weitere dazukommen. Inferno-Türme Level 2 Multi. Oder? Yo, Multi. Ist das Beste, was man mit Inferno-Türmen machen kann. Ich spreche aus Erfahrung, wenn man mit Ballons angreift, da ist man sowas von gearscht. Bogenschützentürme Level 11. Magiertürme Level 7. Sieht mir noch aus wie Rates Level 9 Niveau. Kannst mir unten in die Kommentare schreiben, wie lange du schon auf Rates Level 10 bist. Aber ressourcenmäßig scheint nur alles relativ gut zu sein. Dunkles Lager. 125.000 drinnen. Not bad, not bad. Deine Helden. Level 22. Ich wollte die eigentlich auch noch auf Level 20 bringen, aber 15 mindestens. 20 weiß ich noch nicht ganz. Minenwerfer Level 8. 7. Sorry. Der eine ist aber auf 8, ne? Nein? Seit wann sehen die Minenwerfer auf 7 so aus? Schon immer, oder? Hihi. Oder du hast gerade zwei im Ausbau, oder? Ich bin blind. Ich bin blind, oder? Hä, wo ist denn... 1, 2, 3? Oh, okay. Sorry, mein Fehler. Ich würde mir da auch irgendwie was einfallen lassen. Ich würde die irgendwie so im Viereck aufbauen. Wäre sinnvoller. Aber die Magiertürme decken jeweils anderthalb Lager ab. Hier zwei, hier anderthalb und hier wieder anderthalb. Ja, ist in Grenzen, würde ich mal so sagen. Mach weiter so. Joa, mauermäßig sieht's relativ gut aus. Xbox hast du auf Level 3. Helden auf Level 22. Was willst du mehr? Truppenmäßig können wir mal reingucken. Du hast keinen Packer? Was? Und du hast auch keine Valkyrie, Golem oder Hexe? Okay, du kannst mir mal unten in die Kommentare schreiben, wieso das so der Fall ist. Jo. Okay. Ja, basemäßig gefällt es mir relativ gut. Mach weiter so und dann würden wir jetzt den nächsten besuchen. Der nächste, der besucht wird, ist der liebe Untoter Krieger. Er ist untot, was? Sorry, Flachwitz incoming. Aus dem Clan Flash Grenades. Lieber Lutscher, ich habe vergessen, eine rechte Vegetation zu beurteilen. Tut mir wirklich leid dafür. Sparkasse, geil. Rates Level 8 Farming Base, Riesen, Heiler und Bogenschützen. Von der Taktik haben wir vorhin gesprochen, ohne die Heiler, aber ist relativ gut. Magiertürme Level 4. Ein Magierturm hast gerade im Ausbau auf Level 2. Bogenschützentürme Level 6 machst du gerade. Du bist noch nicht allzu lange auf Rates Level 8, schätze ich mal so, weil deine Bogenschützen und Riesen auch noch auf Level 11, Level 11. Respekt dafür. Level 4 sind. Jo. Ist so Rates Level 7 Niveau, ist in Ordnung, wir sind alle hochgegangen und müssen daher alles upgraden. Luftabwehren Level 5, Level 3, Level 5, ja, man merkt auch die neuen Gebäude. Also mein Tipp, wie gesagt, wie immer, Flächenschäden hoch. Dann die Einzelziele, dann die Mauern und dann bist du auch schon durch. Von der Base her würde ich sagen, gefällt mir relativ gut, mach weiter so. Ja, Trap-Faktor ist hier jetzt vorhanden, aber ja, es gibt bessere Bases, sagen wir mal so. Ist eigentlich relativ gut gelungen, aber die gefällt mir nicht so ganz. Aber wie gesagt, im Notfall, falls sie nicht hält, kannst du eine im Internet raussuchen. Ich wollte sowieso bald mal ein Video dazu machen für Rades Level 8 Farming Bases. Muss ich mal machen, damit ihr ein paar Vorbild-Bases habt, die ihr vielleicht nachbauen könnt. Und deswegen würde ich sagen, besuchen wir den nächsten. Trotzdem, top. So, der nächste, der besucht wird, ist der liebe Renkel HD aus dem Community Clan. Im Übrigen, ich komme heute Abend wieder, falls es euch interessiert. Also, ja. Rades Level 8, Trophy Base, Luftabwehren Level 4, Minenwerfer Level 6, das ist das Maximum, Magiertürme Level 6, Kanonen Level 9, Bogenschützentürme Level 9, das sieht richtig geil aus, Mauern das doch auf Level 7, ist das Mindeste, würde ich sagen, bevor du hochgehst, also wie gesagt, jetzt die Einzelziele hoch, Bogenschützentürme und dann sieht doch alles recht gechillt aus, hast auch alle Truppen so ziemlich auf Max, Luftballons kannst du noch auf 5 machen.
Packer Level 3, Respekt dafür. Kannst noch den Wutzauber auf 5 machen. Also ich würde den demnächst upgraden. Moment, wo ist dein Labor? Ist gerade im Arbeit. Ich schätze mal, du machst gerade den Wutzauber. Kannst du mir mal unten in die Kommentare schreiben. Wäre ganz lieb von dir. Barbarenkönig Level 9. Eieieiei. Mucho Grando. Sieht relativ gut aus. Magertürme deckt hier ein Lager ab. Hier eins, ja. Ich will das Goldlager ein bisschen mehr zum Magierturm stellen und dann sieht die Base schon relativ gut aus. Auch top, würde ich sagen. Von der Aufstellung her ist relativ gelungen. Ich weiß nicht, ob du gerade auf Pokéjagd bist oder Verteidigung versuchst für die Errungenschaften zu sammeln, aber ich würde dir wirklich empfehlen, Farmer zu werden. Ja, es gibt welche, die sagen, Farmer sein ist Schwachsinn und so, aber Farmer sein hat Vorteile. Man will ja, dass sein Dorf vorankommt und wenn man kein Farmer ist, ist es schwerer voranzukommen. Deswegen würde ich sagen, werd Farmer, lebe bunter. Wir werden die nächsten besuchen. Der nächste, der besucht wird, ist der liebe Royal Girl aus dem Clan. Hashtag COC Fanatics. Oh, das ist mal eine trappige Base. Rades Level 8 Farming Base und ich kann dir nur sagen, du bist auf Pokéjagd wahrscheinlich, weil du fast 2000 hast, ja. Ist dann relativ logisch. Diese Base ist wirklich gemein, weil die meisten denken so, oh, jetzt snaggeln wir uns die Base mal schnell weg, aber dann failen. Ich habe selber Erfahrungen damit. Also Leute, falls ihr so eine Base mal sehen solltet, greift von oben an, wirklich. Ihr gewinnt dann. Hier werden wahrscheinlich über Riesenbomben und Teslen und sowas stehen und deswegen ist es relativ schwer, da durchzukommen. Oder an die Lager, falls man Loot sucht. Aber das glaube ich eher nicht bei dieser Base. Du greifst mit Bam an. Mit Bam und Kobolden, also Bagp. Oder sowas in der Art. Keine Ahnung, irgendwie so wird es schon heißen. Yo, Minenwerfer Level 6. Magiertürme Level 5. Magierturm da Level 5. Bogenschützentürme Level 8. Kanonen Level 8 und... Ne, Kanonen Level 9. Ja, mein Tipp, mach die Bogenschützentürme demnächst auf 9, dann die Magertürme auf 6, dann die Kanonen auf 10, Bogenschützentürme auf 10, alle mal mindestens auf 7 und dann kannst du hochgehen mit beruhigtem Gewissen und ja. Ich will mich auch nicht allzu lange bei deiner Base aufhalten. Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht so ganz ausführlich die Base-Reviews machen kann, aber ich glaube, wenn ihr so euer Dorf auf YouTube seht, ich glaube, dann könnt ihr zufrieden sein und ich hoffe, es stört euch wirklich nicht, dass die Base-Reviews nicht so ganz ausführlich sind. Wir können nochmal in dein Profil gucken. 5-5-3, Riesen mindestens auf 4, würde ich empfehlen. Sonst sieht eigentlich alles relativ gut aus. Wutzauber würde ich auch noch hoch machen, ist wirklich sehr wichtig auf deinem Rateslevel. Und dann würden wir jetzt den nächsten besuchen. Der nächste, der besucht wird, ist der Clan, der Clan genau. Der Struppi aus dem Clan, die Verdammten. Die sind wohl verdammt, was? Oh, meine Witze sind so scheiße. Barbaren Level 5. Okay, du greifst mit Only Barbaren an deine Armeelager und zwei Valkyren. Okay. Ich weiß nicht, wieso die da drin sind, aber ja gut, ist deine Entscheidung. Dunkles Lager schön in der Mitte. Ich würde den dunklen Bohrer ein bisschen wegstellen und ich würde hier auch noch zwei Gebäude reinstellen, damit man da nicht reinkommt. Ich weiß, da werden Riesenbomben und so stehen, aber das ist teuer. Bringen nicht so viel, wenn man mit dem Hell kommt, kommen die eigentlich relativ gut ans Dunkle dran und das will man ja eigentlich verhindern. Magiertürme Level 3. Ja, mindestens auf 4 bis 5 müssen die. Luftabwehr Level 3, Level 3, Level 3. 4 auch mindestens. Kanonen Level 10 sieht gut aus, Kanonen Level 9. Das kannst du als erstes so lassen. Der Luftfeger auf Level 1 ist auch in Ordnung, weil er nicht allzu wichtig ist, finde ich jetzt, außer im CW. Bogenschützentürme Level 8 ist auch noch relativ in Ordnung. Mein Tipp an dich wäre, Minenwerfer mindestens auf 6. Dann die Magertürme auf 5 bis 6, kommt je nachdem drauf an, wie viel du farmst. Bogenschützentürme dann auf 9, dann die Kanonen auf 10, dann die Luftabwehren auf 4 bis 5 und dann sieht doch alles schniek aus. Dann kannst du weitermachen mit dem Farm, bauen auf 7 und dann sieht alles relativ gut aus. Top, würde ich sagen. Ja, wobei die Aufstellung, wie gesagt, stellen noch einige Gebäude in die Mitte, weil es halt nicht so viel bringt. Wenn man jetzt zum Beispiel einmal Bahn reinsetzt, jeweils Riesenbomben deaktiviert, Teslin aufgesprungen. Paar Riesen hinsetzen, die Magiertürme auf Level 3 machen nicht allzu viel Damage, deswegen wird das nicht so viel Damage für die Riesen fressen und dann, ja, wird's teuer, du verlierst unnötig Dunkles und wie gesagt, stell Gebäude rein und dann sieht alles gut aus. So, der nächste, der besucht wird, ist der liebe Han Whistle. Es gab ja jetzt gestern ein Problem bei ihm und zwar, er hat gestreamt. Jemand hat eine Einladung geschickt, wurde aber abgelehnt, hat er irgendwie gedroht und dann konnte sich gar keiner in seinem Clan mehr in das Dorf einloggen.
zum Beispiel der Ladebildschirm war voll, aber das war's dann auch. Der In-Game-Sound wurde dann angezeigt und mehr ist auch nicht passiert. Und lieber Hanwizel, ich hoffe, dass du dein Dorf irgendwie zurückbekommst, beziehungsweise dass du wieder spielen kannst, denn ja, ich hatte das ja auch damals mit meinem zweiten Account und das ist echt mies, wenn das dann weg ist. Auf jeden Fall werden wir ihn jetzt einmal beurteilen. Ich hatte gerade irgendwie Angst, wenn ich ihn besuche, dass mir irgendwie... Ja, jetzt kann ich dann Claire nochmal suchen. So, da sind wir wieder. Auf jeden Fall hatte ich irgendwie Angst, dass mir das irgendwie passieren könnte, wenn man nicht besucht, aber ist ja nicht der Fall, aber die müssten schon ganz schön schlau gewesen sein, wenn die sowas hinbekommen, denn Supercell ist eigentlich relativ schwer zu hacken. Auf jeden Fall machen wir jetzt eine Base Review. Magiertürme Level 4. Bogenschützentürme Level 7 ist in Ordnung, bis Rats Level 6 oder 7, meine ich. Ich glaube sogar 7. Ja, 7 bist du. Ja. Yep. Okay, mein Tipp, Mauerminze ist auf 6, falls du irgendwann wieder spielen kannst. Ich hoffe es. Das ist wirklich bitter. Dunkle Bohrer Level 3 ist auch Schnieke. Minenwerfer Level 5 ist das Maximum. Kanonen Level 8 ist auch das Maximum, ne? Sorry dafür. Ne, wobei, 7 habe ich gesagt. Ja, 7 ist ja nicht das Maximum. Bei den Bogenschützentürmen kannst du darauf 8 machen. Magertürme sind Level 4, oder? Jo, die sind auch noch Maximum. Ja, musst ja beinahe nur noch die Mauer machen, ne? Ja, die Luftabwehr kannst du noch machen. Von der Base her sieht es eigentlich relativ in Ordnung aus. Ich würde die Sachen näher noch an die Base stellen. Die Minen, Sammler, dunkler Bohrer, Zauberschuhfabrik und das Rad, das kannst du ruhig an den Rand stellen. Das ist ja egal, weil du Farmer bist und dann macht man das ja im Normalfall so. Und ich würde sagen, das sieht eigentlich relativ gut aus. Wir gucken mal in dein Profil rein. Riesenlevel 3, Kobolde Level 3, Mauerbrecher Level 3. Kannst du noch alles auf 4 machen, hast du aber noch Zeit. Wutzauber kannst du auch noch auf 4 machen. Also den Wutzauber würde ich demnächst, wenn du wie gesagt wieder spielen kannst, machen. Und dann sieht alles wieder gut aus und dann sind wir alle fröhlich, weil wir alle unsere COC-Gemeinschaft haben und alle kuscheln können. Jo, Top-Base, beziehungsweise von den Verteidigungsgebäuden her. Die Base so gefällt mir nicht so ganz, ist in Ordnung, gefällt mir nicht so ganz. Auf jeden Fall werden wir den nächsten besuchen. Der nächste, der besucht wird, ist der liebe Ulf aus dem Clan I Need Loot. Das ist mein geiler Name. Dein Rathaus steht draußen. Boah, ich dachte, da wäre ein Bauweite dran, dass du hochgehst. Aber nein, ist nicht der Fall. Burgi Queen Level 6. Barbarenkönig Level 10. KX Bögen Level 1. Level 2. Massegrad Luftweger Level 4. Minenwerfer Level 6. Magertürme Level 6. Burgenschützentürme Level 10. Kanonen Level 10. Bist, glaube ich, noch auf Rathaus Level 8 Niveau. Kannst du mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob das stimmt und ob Sherlock Thomas es geschafft hat, es zu erraten. Ja, Bogenschützentürme Level 5, genau. Bogenschützen sind auch noch auf Level 5, ist auch noch ein Indiz dafür. Riesen kannst du auch auf 6 machen, Kobolde kannst du auf 5 machen, Mauerbrecher kannst du auf 5 machen. Ich würde demnächst die Bogenschützen hoch machen und dann die Mauerbrecher und dann läuft das doch alles. Kreis gerade mit Balunion an, bist wahrscheinlich auf Pokéjagd, sieht relativ gut aus. Mein Tipp, Minenwerfer hoch, Magertürme hoch und dann kann der Rest hochgemacht werden, wie ich das bei jedem Dorfbesuch sage. Von der Base her gefällt es mir eigentlich relativ gut. Es tut mir wirklich leid, wenn die Base Review jetzt ein bisschen kurz wird, aber ich muss langsam durchkommen, denn die Aufnahme ist bei ca. 27 Minuten und ja, das wird dann alles ein bisschen eng. Wie gesagt, ich muss 29 Videos vorproduzieren. Ja, das ist ein enges Programm, aber machbar, aber machbar. Deswegen würde ich sagen, Base gefällt mir, ich werde den jetzt den nächsten besuchen. Lieber King Off aus dem Clan, Hashtag Clash Family, Hashtag Clash. du hast geschrieben, dass du King Off heißt, aber ich finde hier kein King Off und oben gibt's halt King Off Philipp und King Off Kai und Audi R8 ist ein geiles Auto, geiler Name auf jeden Fall dafür. Und dann gibt es auch einen King of Simon und ja, da musst du mir sagen, was für ein King of du bist, denn ich kann schlecht alle drei besuchen. Es wird zu viel, wie gesagt, also es werden wirklich, also ich merke das wirklich, wir sind bald 600. Wenn dann immer so 15 dabei sind, wird es auch von der Zeit eng her und so. Und deswegen muss ich mich relativ kurz halten. Ich versuche so viele wie möglich zu besuchen und ja. In diesem Fall konnte ich keinen besuchen, weil ich nicht wusste, wer genau du bist. Und dann schreib mir einfach, welcher King of du bist und dann wirst du besucht. So, liebe Johann aus dem Clan, die Knechter wird jetzt besucht. Ich habe das letzte Mal ja Dohan hingeschrieben und ja. Jetzt wird er auf jeden Fall besucht. Du machst gerade deine Clanburg hoch. Das sieht doch relativ gut aus. X-Bögen Level 2. Minenwerfer Level 6. Einmaster auf 7. Magertürme Level 6. Unglückszahl.
Kanonen Level 10, Bogenschützentürme Level 10. Die Base hatte ich auch einmal. Ich muss sagen, hält relativ gut. Luftabwehren Level 6. Ist auch relativ nice. Bogenschützentürme. Ratslevel 9 natürlich. Ja, mein Tipp an dich wäre, wie gesagt, Flächenschäden hoch, dann der Rest und ja. Ist immer dasselbe, was ich sage, aber trotzdem feiert ihr die Besuchsfolgen und wir gucken einfach mal in deine Profile rein, damit die Base-Review nicht allzu kurz wird. Da sieht auch relativ alles gut aus. Heiler kannst du noch auf Level 4 machen, Wutzauber ist auf Max, Heilzauber kannst du noch auf 6 machen, würde ich dir auch empfehlen zu machen, die sind relativ gut. Sprungzauber auf 2, du kannst den Golem, würde ich demnächst mal upgraden. Du hast gerade im Labor was im Ausbau, keine Ahnung, was es ist. Da weiß Sherlock Thomas nicht, was es sein kann. Base gefällt mir, wie gesagt, relativ gut, weil ich die einmal selber hatte. Und ja, mach weiter so, dann kannst du irgendwann auf Rades Level 10 gehen und dann sind wir alle happy. So, der liebe Tobi XD wird jetzt besucht. Dich habe ich in der letzten Folge, glaube ich, vergessen, hat zu mir irgendwie geschrieben. Also es tut mir wirklich leid. Wenn ich jemanden vergessen haben sollte, wie gesagt, unten in die Kommentare rein. Ihr habt gesehen, wie viel ich immer besuchen muss und da kann man schnell durcheinander kommen und so. Und dann so, Rades Level 7, Farming Base, Magiertürme Level 4, Minenwerfer Level 5, Kanonen Level 8 Maximum, Bogenschützentürme Level 8 Maximum. Sieht aus wie eine fast Tunnel Level 7 Maxed Out Base. Die Base-Aufstellung gefällt mir wirklich sehr gut. Luftfeger ist relativ weit außen, aber ja, der muss auch nicht so stark in die Mitte. Ich meine, wir bekommen sowieso bald einen zweiten, das wird ein bisschen OP, aber... Ja, gegen Drachen Level 5 muss man sich ja irgendwie verteidigen können. Also wie gesagt, du kannst auch gar nichts mehr upgraden, wie es aussieht von den Verteidigungsgebäuden her. Du machst ja gerade deine Luftabwehr auf 5, dann hast du wirklich alles auf Max. Glückwunsch dafür. Ja, mach weiter so, dann kannst du bald schon auf Rades Level 8 gehen. Truppenmäßig, alles Max. Yo, alles Max. Nee, kannst die Lakaien noch auf 2 machen und die Schweinereiter auf 2. Das darfst du natürlich nicht vergessen, sonst würde ich sagen... Sieht alles relativ gut aus. Tut mir wirklich leid für die kurze Base-Review, aber ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Dann würde ich auch sagen, das war's dann für die heutige Base-Review-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen rum freuen. Und falls ihr noch nicht besucht wurdet von mir, schreibt es unten in die Kommentare rein. Oder für die, die ich nicht gefunden habe, schreibt es auch unten in die Kommentare rein. Ihr werdet nächste Woche Montag besucht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye!